Hey, ich hab was für dich. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details. Schön, dass Sie zum heutigen Training hier am Red Bull Ring in Österreich eingeschaltet haben. Das Wetter spielt nicht mit. Es hängen finstere Wolken am Himmel und die Fahrer werden mit einer nassen Strecke zurechtkommen müssen. Natürlich liegt der Fokus hauptsächlich auf den Fahrern. Aber es ist sehr wichtig, dass auch die Mechaniker alles hinbekommen, da schon der kleinste Fehler das Team und seine Fahrer ein gutes Rennresultat kosten können. Diese Typen sind so akribisch. Sie trainieren dauernd all ihre Abläufe und perfektionieren sie. Denk ja nicht, dass sie nicht genauso unter Druck stehen wie die Fahrer. Derzeit ist das ganze Team sehr angespannt. Vor dem Qualifying sollten wir unser Streckenakklimatisierungsprogramm abschließen. Das wird uns dabei helfen, komplizierte Stellen auf der Strecke ausfindig zu machen. Alles fertig. Thank you.
Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt, in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer.
Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Bereit.
Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,12,4. Alles fertig, wir sind bereit. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben, wenn sich die Vorhersage ändert.
Alles klar, das Programm ist abgeschlossen und wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück, dann sehen wir uns das mal an. Die erste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 12,4. Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Bereit?
meisterst. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Ein Red Bull, Bottas und Nico Rosberg. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück.
noch keine Reifen einer Rennsimulation unterzogen. Uns stehen noch mehrere Sessions zur Verfügung. Die Zeit drängt also noch nicht, aber irgendwann sollten wir uns für ein Reifenabnutzungsprogramm Zeit nehmen. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Thank you.
dieser Runde auch sehr gut ergangen. Sehr gut ergangen.
abgeschlossen. Gute Arbeit. Kehre zur Garage zurück, dann sehen wir uns die Daten an. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1.13,2. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Ricardo, Hamilton und ein Red Bull. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Unter den aktuellen Bedingungen empfehle ich dir Regenreifen. Die Strecke ist nass. Verschaff dir ein Gefühl für die Bedingungen, bevor du richtig Gas gibst. Alles klar.
Verbesserungsbedarf.
Zeiten. Die legen einen Zahn zu da draußen.
Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Thank you.
scheinst du noch ein paar Probleme zu haben.
Liter Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 12,7. Setup. Alles bereit. Thank you.
Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,11,7. Wir sind Erste auf dem Temporadar. 324,0 Kilometer pro Stunde. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Thank you.
Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 11,7. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Rosberg, Ricardo und ein Red Bull. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Danke, dass Sie an diesem Samstagnachmittag zugeschaltet haben. Das Qualifying hier in Österreich geht demnächst los. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Event. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Du solltest ohne Probleme in die nächste Session kommen. Geh es also nicht zu hart an. Ist derzeit frei. Wir können loslegen. Alles fertig. Thank you.
1:11,3. Bereit.
Platz 2, 1 Minute 11,1. Alles fertig, wir sind bereit. Thank you.
Der Spritstand ist sehr niedrig. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Ein Red Bull, Ricardo und Nico Rosberg. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Österreich, die traditionelle Heimat vieler so großartiger Dinge wie dem Apfelstrudel, Mozart, Niki Lauda und, ach ja, natürlich einer der schnellsten Rennstrecken der Welt. Wir befinden uns in der Mitte der Saison und der Kampf um den Titel wird immer intensiver. Wenn es ein außergewöhnliches Rennen gibt, dann wohl dieses hier. Der Red Bull Ring, diese harte Strecke 700 Meter über dem Meeresspiegel, hat nur 9 Kurven, doch die haben es in sich. Ein wahrer Test für jeden Fahrer. Wir haben außerdem 2 DRS-Zonen und Überholmöglichkeiten bei Kurve 2, wo die Steigung denen hilft, die sehr spät bremsen und dann innen reinziehen. Stefan Römer sitzt heute neben mir, um Ihnen die Action näher zu bringen. Das hier ist eine ziemlich ungewöhnliche Strecke. Meinst du nicht auch? Ja, die Streckenführung ist ziemlich ungewöhnlich. Die Sache ist die Strecke von Österreich ist wesentlich schwieriger, als es den Anschein hat. Dazu kommt noch eine Oberfläche mit geringem Grip und das bedeutet, dass die kleinsten Fehler bestraft werden und du aufpassen musst, dass du keine Ausritte machst und dabei viel Zeit verlierst. Zum Glück ist die Strecke relativ kurz und das gibt dir genügend Gelegenheiten, um perfekte Runden zu fahren. Alle haben bemerkt, dass du seit kurzem das Team anführst. Noch ein paar gute Ergebnisse und du wirst Fahrer Nummer 1. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Red Bull startet also von der Pole. Und Nico Rosberg macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Raikkonen, Sebastian Vettel und Bottas. Ricciardo, Button, Sainz Junior und Danny Quert. Alonso, Wehrlein, Felipe Massa und Hülkenberg. Gutierrez, Eriksson, Sergio Perez und Rio Hayanto, Nasser und Palmer. Romain Grosjean und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke.
Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest.
Das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Behalte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen?
Safety-Car-Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position.
Box gefahren. Daniel ist jetzt an der Box.
beträgt 4,8 Sekunden.
Thank you.
Informationen zu Vettel. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Thank you.
Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Thank you.
ich zehntel pro Runde auf dich auf. Stoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Thank you.
Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Thank you.
bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Thank you.
Safety Car, virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Beibehalten.
Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen.
reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Großartige Leistung von Red Bull, was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied gemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das Rennwochenende geht zu Ende und wir sehen einen neuen Namen an der Spitze der Fahrerwertung. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Felipe Massa. Für mich war das eine herausragende Leistung, die seiner nicht unwesentlichen Erfahrung zu verdanken ist. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen.